zu einer weiteren Folge wie Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. So, ich bin wieder auf dem Weg zum Feld, nachdem ich mit dem Herrn Neumann gestern ja alle neuen Konfigurationen meines neuen Traktors geklärt habe. Ich bin richtig gehypt. Ich hoffe mal, der entspricht auch wirklich meinen Vorstellungen, aber ich denke schon. Der sieht richtig fesch aus. Jetzt machen wir hier den Anhänger noch kurz voll. Und dann verkaufen wir den Dinkel auch gleich. Weil ohne den Verkauf von dem Dinkel wird das nichts mit dem Traktor. Also das müssen wir unbedingt machen. Deshalb Attacke. Attacke, Attacke, Attacke. Ja, also wäre gut, wenn wir es heute schaffen würden, dass ich das Feld fertig kriege. Aber ich befürchte, dass wir das heute noch nicht schaffen. Sondern, dass wir dafür nochmal einen Teil von morgen brauchen. Werden. Schauen wir mal. 6-7 Bahnen haben wir wahrscheinlich noch. Ich hoffe allerdings auch, dass sich das ausgeht mit den Finanzen. Ich weiß nicht, ob es wirklich reicht. Unser Edeka 1100. Das heißt, wir kriegen 88, 90.000. Bisschen mehr als 90.000 kriegt man von einem Anhänger. Das ist schon ziemlich knapp, ne? Weil wenn das ganze Geschichtchen 300.000 kostet und ich nächste Woche auch schon wieder Steuer zahlen muss. Oh, oh, oh. Wobei mir einfällt, ich habe auch noch Elefantengras beim Dings da liegen. Beim Vin Diesel. Vielleicht verkaufe ich auch noch ein bisschen Elefantengras. Wäre auch noch eine Option, um ein bisschen zumindest noch Geld zu machen. Wäre eigentlich eine gute Idee, weil so viel Elefantengras brauche ich im Moment gar nicht. Ich freue mich auch schon aufs nächste Ansehen, ne? Mit der neuen Sämaschine macht bestimmt richtig Laune. Und geht vor allem auch deutlich schneller.
So, wir hatten jetzt gerade 51% im Korntank. Dann müsste es sich doch ausgehen, wenn ich jetzt auch noch mal drüben lang und zurückfahre. Dass wir ziemlich genau auf die 100% im Korntank kommen. Habe ich die hier auch mal ausgereizt? 10.500 Liter gehen ja rein. Ich hoffe mal, dass es reicht. Das ist schon nochmal eine ganze Menge hier, ne? Die gedroschen werden muss. Also wenn ich den... Es wird mehr, deutlich mehr sein wie 80.000 Liter. Die hier zusammenkommen, wenn das Feld fertig ist. Von dem her wird es kein Problem sein, die Finanzen zu bekommen, die ich brauche. Das heißt, es wird alles gut. Brauchen wir da keine großen Sorgen machen. Und wie gesagt, im Notfall werde ich einen Teil vom Elefantengras verkaufen. Ein Anhänger voll oder ein bisschen mehr, keine Ahnung, schauen wir dann. Perfekt ausgenutzt, würde ich echt mal sagen. Offiziell immer noch für die Agrargemeinschaft unterwegs. Aber ich glaube, den werde ich mir dann auch umlackieren lassen. Aber ich habe ja die anderen noch nicht ausgezahlt. Ach, so staubig hier, ey. Von dem her kann ich ihn ja auch nicht umlackieren. Ja? Also, ups. Muss ja schon alles mit rechten Dingen zugehen. Nachher lackiere ich den um und die sagen, ich will den aber auch haben. Und dann hätte ich ein Problem. Ein bisschen wieder umlackieren, wieder umspritzen lassen. Darauf habe ich keine Lust.
Es macht müde, die ganze Zeit auf dem Drescher zu sitzen. Ich werde nicht alles in den Anhänger jetzt reinkriegen. Aber es würde sich eigentlich auch nicht lohnen, mit dem Anhänger dann nochmal zum Verkauf zu fahren, denke ich. Weil der wird beim nächsten Mal fast nichts drin haben. Wahrscheinlich nicht mal 10.000 Liter. Oder wenn überhaupt, dann 10.000. Ich glaube eher ein bisschen weniger. Weil so langsam sind wir doch am Ende vom Feld angelangt, ja. Wird ziemlich wenig sogar noch übrig bleiben für die nächste Ladung. Ich kriege hier locker noch mal eine Reihe, zwei Reihen rein fast. Und dann sind wir fast durch. Zwei Reihen bleiben vielleicht noch stehen. Vielleicht drei. Der Restdinkel, der wandert dann einfach wieder ins Silo. Und wenn ich dann nochmal Dinkel ansehe, dann wird das dann damit wieder verkauft. Also das lohnt sich einfach nicht, deswegen nochmal zum Händler zu fahren. Ich weiß nur nicht, ob wir
wie weit der Anhänger voll ist, dass es vielleicht gar nicht. Achso, nee, doch. Na klar, lohnt sich auf jeden Fall. Ich mache jetzt den hier voll und dann fahre ich mit dem Anhänger unter das Rohr. Im LKW unter das Rohr. So. Der Anhänger fährt ja nicht, der ist nur angekoppelt. Ja, eine Bahn drin. Sogar deutlich weniger, wie ich dachte. Das Bildchen hier. Den kann man nicht groß machen. Der schöne Dinkel. Ich bin mal gespannt, wie viel hier noch in den Anhänger reingeht. Hoffentlich noch die eine Ladung. Oh, da geht ja fast gar nichts mehr rein. Naja, egal. Gut, dann fahren wir damit zum Edeka. Preis sinkt. Gib Gas! Muss ich mich beeilen? Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.